Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der Preview von Firewatch. Okay. Okay. Das ist ja ganz reizend. Ein zweiter. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Er hat sie nicht getraut, Panties nochmal auszusprechen. Und sagt sie, warum, weil du 12 bist. Ah, ich glaube, das versteht ihr auch noch, ne? I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Geil. Go stereo! Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? Thank you. Now leave us alone. You're a creep. Total creep. Go get a girlfriend, creep. Can we just get out of here? Hello? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Okay. Pick up. Nehmen wir die jetzt mit. Naja, komm, wir lassen die hier. Hey, that go okay? Ich hoffe, sie ertrinken. ja. You there, Henry? Hey. Oh, there you are. It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Ja, das wollen wir hoffen. Thanks for going down there. Da sollen wir hin, ne? To Fox. Wow. Wie cool. Also, richtig schön. Man hört die Musik immer noch so ganz leise im Hintergrund. Und da hoppen wir mal drüber. Ich finde das richtig geil. Na, was war das denn eben? Ja, den alten Weg kommen wir ja nicht mehr hoch. Denke ich mir. Moment, und kann ich jetzt mit der... Ach, na, ist das nett. Wo bin ich denn? Oh, da oben bin ich ganz. Ich will doch nicht zum Thunder Canyon. Ah doch, das könnte unser Weg sein, ne? Da im Canyon entlang und dann hier den Weg nach oben. Dann bräuchte ich hier auch nicht... Ja, da ist der Cache. Dann bräuchte ich da auch nicht zu klettern. Mhm. Das ist doch ein Plan, oder nicht? Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist doch ein Plan. Gehen wir hier mal rüber. Und hopp. Wow, ey, wie die Kamera mal so runtergeht, ne? Richtig realistisch, finde ich. Und ich finde die Grafik ganz bezaubernd. Also das passt voll gut dazu. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Können Sie es nicht besser? Nein, die wollten es so. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, okay. Let me know when you get back to your lookout. Ja, versuchen wir. Ich will jetzt erstmal zoomen. Warum sollte ich das denn wollen? Wahrscheinlich einfach nur so, als Info. Sieht hier nicht gefährlich aus. Ja. Gibt's hier eigentlich Bären? Frage ich mich mal so.
Canyon ist ja auch gut, ne? Obwohl, klar, Canyon. Irgendwann wird er mal mehr Wasser führen. Da möchte ich nicht hier sein. Wir sind jetzt... wir brauchen noch ein bisschen. Okay, gut. Ein paar Meter müssen wir hier noch. Ja, hier kommen wir auch nicht hoch. Noch nicht. Müsste aber gleich besser werden. Gott, wieso ist das da? Das ist nicht gut, wenn es regnet. Nearby Storm. Ich sollte aus dem Canyon raus, glaube ich, bevor es richtig regnet. Das ist ein Problem, oder? Okay, dann kommen wir hier nicht hoch. Das heißt, wir müssen geradeaus weiterlaufen. Ich frage mich, ob ich eine Hungeranzeige habe, weil ich ja auch was essen konnte. Hier sieht es flacher aus. Ah ja, guck mal, noch ein Cache. Da können wir mal reingucken. 1, 2, 3, 4 haben die doch alle, ne? Noch eine Map, Copy Information. Das finde ich so geil gemacht. Das ist der Hammer. Echt, dass er die abzeichnet. Das finde ich so... Ich habe da einfach keine Worte für. Oh, eine Taschenlampe. Sehr gut. Na. Ah. Oh. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ein Horn? Echt? Ja, können wir uns sich angucken, aber können wir nichts mit, müssen wir wohl droppen. Nein, ach komm, kannst du es da nicht mal richtig reindroppen? Danke. So. Cave. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Hm? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. Okay, man soll nicht zu weit reingehen. So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Ja, ja, okay. Wir sind ganz, It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Oh, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ist das geil. It looks locked. Ja, super. Ich würde ja gerne rein. Wow. Nee, okay, das geht nicht mit Gewalt. Okay, man kann nicht. aber wir kommen hier hoch. Das ist doch mal was. Tja. Erster Arbeitstag, Verlust ein Seil. Die Taschenlampe machen wir mal aus. Wo sind wir überhaupt? Nee, falsch. So. Wir sind genau richtig, ne? Ja, wir sind on the way. Jetzt geht's zickzack hoch. Gut, machen wir das. Ich bin gespannt, was wir hier noch so vorfinden. Was? There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? Jetzt ist er weg. I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ist das geil. Ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich echt weg. Aber schon komisch, ne? Dämmerung und so ein Typ, der... Yay. Der dann einfach einmal mit der Taschenlampe anleuchtet. Hier oben hat er gestanden, ne? Ja, dann ist der da hoch.
Da gehen wir noch mal hinterher. Wir sind ja ein erwachsener Mann. Wir können ja mal gucken. Ob der hier auch hoch ist? Will ich überhaupt so hoch? Das ist ja auch die Frage. Naja, anscheinend. Wow, mit der Kameraperspektive wird mir langsam schwindelig, aber ich finde das voll realistisch gemacht. So würde man ja auch gucken. Richtig geil. Kann man abschalten, aber wozu sollte man das wollen? Das ist ja sehr nett hier. Okay, ich hoffe, dass wir gleich mal wieder zu Hause ankommen. Wir könnten natürlich auch mal die Karte befragen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch nochmal. Allein die Karte ist so liebevoll gemacht. Yep. Ah ja, hier, das sind immer die ganzen... Ach so, ich nehme den aufwendigen Weg. Ich hätte auch den anderen Weg nehmen können, sehe ich gerade. Aber okay, gut, nehme ich halt diesen. Wenn ich es dann normal spiele, nehme ich den anderen Weg. Ja, das war auch anstrengend, ne? Oh. Da sind wir zu Hause. Das ist nicht gut, das sollten wir reporten. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Ja, das sollte jemand wieder aufstellen, damit da keiner versehentlich runterläuft. Ich mag den Humor sehr. Ist richtig klasse. Und ich bin gespannt. Die verstehen sich ja schon besser als in der ersten, am ersten Tag, die beiden. Hey, was haben wir denn da? Ach, da ist der Generator. Das ist der Generatorraum. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Yeah. Okay, oben haben wir ja auch noch... So it's, just the outhouse, then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Yeah. Well, number one, at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Ach so, aha. Sie pinkelt also auch überall hin, wo sie möchte. Gut, den Baseball nehmen wir mal mit. Dieses Fliegengeräusch hier, gefällt mir gar nicht. Moment, wir müssen den erstmal droppen. Jetzt machen wir es zu. Wo ist mein Ball? Da ist mein Ball. Den nehmen wir mit. So, wir haben hier oben stehen noch zwei Gasflaschen stehen oben ja noch. Oder wäre der Ball im... What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Ja. Fuck me. Das würde ich auch sagen. Wieso liegt meine Schreibmaschine unten? Das kann doch nur dieser Typ gewesen sein. What the hell? Ist ja unglaublich. Guck dir das an, ey. Oh, nee. Die ganzen... Ach du Scheiße. Jetzt habe ich jetzt schon Trouble, was? Mann, oh Mann, oh Mann. Wow, Scheibe eingeschlagen. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Irre. Motherfucker! Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ja, bitte. Da bitte ich drum. Das geht ja gar nicht. Der macht das alles sauber hier. Wo ist, immerhin ist der Feuerfahnder noch da.
Der Thermosflasche, Bett. Ah. My fucking sheets are gone. Okay, I put in a call. Thanks. That was fast. Yeah, well. Do you have any idea who could have done this? Nee. Doch, der Typ da, the guy in the canyon. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Mm-hmm. Great. Mm-hmm. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Yeah, that's, I don't, just tell me where to find a gun, don't worry. Naja. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Ist aber ein bisschen gehässig, ne? Tag 2. Okay. Ja, sehr viel los für den ersten Tag. Wake up. Geil gemacht. Richtig cool gemacht. Hey, wake up. Ja, ist ja gut. Ja, komm, jetzt lass mich doch replyen hier. Macht er nicht. Will er nicht. Doch das Radio aufgenommen, oder? Nee, den Whisky nehmen wir jetzt nicht. Irgendwie kann ich nicht. Es könnte sich natürlich auch um einen von diesen besagten Bugs handeln, wo sie gesagt haben, es könnte sein, dass hier noch ein Fehler ist. Ich tue mich jetzt gerade schwer aufzustehen. Ich kann auch nicht das Funkgerät in die Hand nehmen. Naja, Preview-Version. Dann wird die Folge hier einfach mal kürzer. Vielleicht geht es ja, wenn ich dann das Spiel neu lade. Wäre möglich. Ja, ich kann auch Escape gar nicht drücken. Momentan reagiert auf gar nichts. Dann genießen wir einfach mal den Ausblick. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das soll es jetzt auch für gestern und heute gewesen sein. Dienstag kommt das Spiel offiziell raus. Und ich habe sowas von Lust, das zu spielen. Das klingt jetzt schon richtig toll. Ah, nee, das ist... boah, ich bin auf die Story gespannt. Schöne Grafik und eine richtig schöne Story. Ich kann hier, ich bin gefesselt am Stuhl. Wenn ihr sehen wollt, ob ich mich daraus jemals befreien könnte, dann schaltet doch am Mittwoch mal wieder ein. Und dann geht's ja weiter mit Firewatch. Okay, bis dann. Tschüss.